Otto der Große, ganz klar, spielte in der oberen Weltklasse. Warum? Das kann man hier im Dommuseum Magdeburg herausfinden. Ich hatte die Ehre, das hier mal entdecken zu dürfen. Ich habe mir das hier angeschaut, bin echt positiv überrascht, was mir so alles erfahren konnte über die Geschichte meiner Heimatstadt. Ob es mit einem Audioguide ist oder mit irgendwelchen interaktiven Elementen, das spielt gar keine Rolle. Hier hat man eine große Auswahl. Ich muss dazu sagen, ich finde es immer wieder schade, wenn meine Freundin über ihre Heimatstadt erzählt. Sie weiß sehr viel. Ich hingegen weiß leider nicht so viel über meine Stadt Magdeburg. Aber ich denke mal, das kann man hier aufarbeiten. Und das ist ein guter Start. Ich denke mal, ich werde sie hier mit herschleppen müssen. Und ja, was es hier alles zu entdecken gibt, findet ihr heraus hier im Dommuseum Ottonianum Magdeburg.